Ja, grüß Gott, meine Damen und Herren. Wir haben ja heute die Pressekonferenz erlebt, zweier Bundesminister, die wahrlich eigentlich anderes zu tun hätten, als über die Legalisierung von Cannabis zu fabulieren. Wenn ich an die großen Herausforderungen denke im Pflegebereich, die letzten Reformen, die Lauterbach dazu vorgelegt hat, die mehr ein Armutszeugnis leider sind, gerade auch für pflegende Angehörige, oder auch an den Bundeslandwirtschaftsminister denke, und an die Situation der bäuerlichen Landwirtschaft, dann gibt es tatsächlich wichtigere und zentralere Themen. Trotzdem, glaube ich, ist es eine gute Botschaft heute, dass es gelungen ist, auch aus Bayern heraus, auch mit einem Gutachten zu verhindern, dass es zu einer völligen Kommerzialisierung und Legalisierung von Cannabis kommt. Es bleibt nach wie vor feststehend, dass es ein Irrweg ist, auch der, der heute von den beiden Ministern vorgestellt wurde, aber Gott sei Dank nicht eine völlige Kommerzialisierung eines Systems, dass ein Wirtschaftsgut entsteht mit hohen wirtschaftlichen Interessen, die tatsächlich auch, glaube ich, zu großen Verwerfungen führen. Und trotzdem bleiben wir bei der Botschaft, dass wir ein klares Nein auch zu den jetzigen Plänen von Karl Lauterbach und auch Herrn Özdemir und dem abwesenden Justizminister setzen. Ich will anfangen mit dem Thema der Modellregionen. Ich glaube, dass dieses Thema weiterhin nicht im rechtlichen Einklang mit Völker- und Europarecht steht. Auch wenn man jetzt etwas tun will, damit man nachher eigentlich eine Legalisierung macht, ergibt es noch keine Rechtfertigung. Man will ja Modellregionen mit wissenschaftlicher Begleitung machen, um nachher Cannabis als Genussmittel weit auszurollen und zu verbreiten. Das ist aus meiner Sicht rechtlich nicht zulässig, höchstens wenn es um medizinischen Gebrauch geht. Und deswegen glaube ich, dass diese Modellregionen auch weiterhin rechtlich nicht haltbar sein werden. Ich glaube, dass der vorherige Weg, der jetzt beschrieben ist, auch ein, zumindest einer ist mit vielen Grauzonen, der noch nicht ganz klar verortet werden kann, der zumindest gegen Völkerrecht auch weiterhin verstößt und dass er natürlich in der Frage, wie tatsächlich das dann ausgerollt werden soll, viele, viele Fragen aufwirft. Eine entscheidende Frage ist, ob damit der Gesundheits- und Jugendschutz gestärkt werden kann, wenn ich eine Droge verharmlose und zum Eigengebrauch freigebe und dann gleichzeitig betone, das fördert den Jugendschutz. Das ist tatsächlich ein Paradoxon, das sich hier darstellt, das wahrscheinlich nur Herr Lauterbach in seiner unnachahmlichen Kommunikation aufklären wird können. Ich kann es nicht und ich glaube, dass es falsch ist. Man kann nicht auf der einen Seite sagen, Cannabis für den Eigengebrauch ist jetzt etwas, was wir in der Gesellschaft einführen, und zum anderen aber Kinder- und Jugendschutz ist uns immens wichtig und den wollen wir dadurch stärken. Ich halte das tatsächlich für einen krassen Fehler und auch für eine falsche Kommunikation, die dort in Gang gesetzt wird. Unabhängig davon glaube ich, dass viele Themen in diesen Eckpunkten aus meiner Sicht noch gar nicht klar sind, wie das in der praktischen Umsetzung denn alles laufen soll. Wer wird denn was kontrollieren? Ich höre immer, die Justiz wird entlastet, die Polizei wird entlastet, der Schwarzmarkt wird ausgetrocknet. Das sehe ich ehrlicherweise alles damit nicht. Ich glaube, dass die Justiz wesentlich mehr Aufgaben noch haben wird in der Kontrolle, in der Frage, wer hat wie viel Gramm, was ist zulässig, was ist nicht zulässig, wie funktioniert es dann wirklich im Straßenverkehr und viele Dinge mehr. Von daher bin ich sehr gespannt, was das in der Realität alles heißt. Unabhängig davon, ich betone es nochmal, dass ich es wirklich den falschen Weg halte. Und ich glaube, wir sollten dieses Projekt so überhaupt nicht angehen. Ich höre dann, dass diese Clubs einbruchssicher sein müssen, fest umzäunt. Mal schauen, was das dann in der Realität heißt. Möglicherweise gibt es ja dann keine Schrebergärten mehr, sondern fest umzäunte Cannabisplantagen. Das ist jetzt fernab einer Kommunikation, die realistisch ist. Aber wenn Sie dann sehen, einbruchssicher und umzäunt und dann möglichst auch kein Genuss weg von Kindergärten, Schulen, Fußgängerzonen, was ja richtig ist, aber wo denn dann bitte und wie denn? Also da habe ich große Probleme. Dann sollen die Landesbehörden, glaube ich, zentral auch eine Funktion übernehmen in der Frage der Zulassung oder zumindest der Kontrolle. Auch das wäre schön, wenn man das mit den Ländern vielleicht mal bespricht vorher. Ich kann mir ehrlicherweise nicht vorstellen, dass unsere Landesbehörden dazu herangezogen werden können. Und ich möchte das ehrlicherweise auch nicht. Von daher werden wir in den nächsten Wochen bis zur Frage, wenn ein endgültiger Gesetzentwurf vorliegt, noch einiges erleben. Und Sie dürfen sicher sein, dass wir aus Bayern heraus weiter alles dafür tun, um eine sinnvolle Prävention zu betreiben. Wir tun das vor allem an den Schulen jetzt, auch mit zusätzlichen Mitteln,
und alles dafür tun, dass es eben nicht zu einer Freigabe von Drogen kommt und schon gleich gar nicht zu einer Verharmlosung. Vielen Dank. Frau Holitschek, noch eine Frage. Sie sprechen auch vom Drogentourismus in diesem Zusammenhang. Wie meinen Sie das? Na, es war in der Frage ursprünglich der Modellregionen ja die Frage, ob es dazu kommen könnte, dass bestimmte Regionen zu Modellregionen kämen. Und dann wäre natürlich die Frage, wo sind die und fahren dann Personen auch dorthin und versorgen sich damit Drogen. Das war der ursprüngliche Ausgangspunkt dieser Diskussion. Für mich ist es wichtig, dass ich nochmal klar mache, ich glaube, dass dieser Weg ein Irrweg und ein falscher Weg ist in der Frage Legalisierung von Cannabis, Verharmlosung einer Droge. Es wird dem Kinder- und Jugendschutz schaden. Es wird den Schwarzmarkt auch nicht austrocknen. Auch das nochmal, wenn man sieht, 50 Gramm, glaube ich, im Monat, die vorgesehen sind, was passiert dann dort mit diesen hohen Grammzahlen? Was für ein Markt wird entstehen, was ist mit dem THC-Wert, da gibt es so viele Themen, wo ich glaube, dass die Schlupflöcher nach wie vor da sein werden, auch für kriminelle Energien. Bayern wird also keine Modellregion? Ich kann mir nicht vorstellen, dass Bayern eine Modellregion wird, zumal es aus meiner Sicht weder völker- noch europarechtlich zulässig ist, für diesen Zweck Modellregionen zu machen, die nachher abzielen auf eine Legalisierung von Cannabis zu einem wirtschaftlichen Zweck. Nochmal ganz kurz Ihre Hauptkritikpunkte zu diesem heute vorgestellten Eckpunktepapier. Meine Hauptkritikpunkte sind, dass man zwar verhindern konnte, dass es jetzt zu einer völligen Kommerzialisierung des Themas gekommen ist, dass es aber dem Kinder- und Jugendschutz nicht dient, dass es den Schwarzmarkt nicht austrocknen wird, dass ich es für falsch halte, wenn man jetzt eine Verharmlosung einer Droge in den Mittelpunkt setzt und auf der anderen Seite behauptet, wir tragen damit dem Kinder- und Jugendschutz Rechnung. Minister Lauterbach hat ja zuerst mal die Deliktzahlen aus Bayern vorgetragen am Anfang seiner Pressekonferenz, bevor er die Bundesweiten genannt hat. Was macht es mit Ihnen? 35.000 Delikte wegen Cannabis? Es geht ja nicht um die Delikte, es geht darum, dass wir Prävention betreiben. Wir müssen Prävention in den Mittelpunkt setzen unseres Handelns, und zwar in allen Bereichen. Das tun wir. Dazu haben wir neue Projekte an den Schulen jetzt auf den Weg gebracht. Und das verstehe ich unter einer guten Gesundheitspolitik, in diesem Bereich auf Prävention zu setzen und mich nicht der Legalisierung zu widmen. Also die Modellregionen sehe ich überhaupt nicht rechtlich umsetzbar, weil sie gegen Völker- und Europarecht verstoßen. Modellregionen könnte man vielleicht machen, wenn es um den medizinischen Gebrauch geht, aber nicht eine Modellregion, um etwas zu umgehen und nachher tatsächlich eine vollkommene Legalisierung von Cannabis zu propagieren. Das halte ich für einen klaren Verstoß. Und beim ersten Thema gibt es sicherlich noch Grauzonen. Also beim Völkerrecht würde ich sagen, ist es auch nicht möglich. Europarecht ist da etwas unbestimmt in der Frage Eigengebrauch versus dieser Clubfunktion, das ja ein neues Instrument ist. Ich weiß, dass das in Europa schon in einigen Bereichen auch gibt, aber auch die Umsetzung und Realisierung, wie das dann funktioniert, wenn ich mir auch vorstelle, dann sind drei Pflanzen daheim, die dann dem Kinder- und Jugendschutz ja auch mit angebracht werden müssen. Wie soll das in der Realität alles funktionieren? Justiz und Polizei soll entlastet werden. Ich sehe da so viele Widersprüchlichkeiten, dass ich glaube, der Weg ist nach wie vor der falsche. Prävention ist das Gebot der Stunde und das ist ein Irrweg. Wir setzen ja bei Alkohol auch auf Prävention. Sie wissen ja, dass ich mich gerade auch gegen das begleitende Trinken ausgesprochen habe, zum Beispiel, weil ich glaube, dass das einfach im Alter ab 14 zu früh ist. Prävention muss man auch dort in den Mittelpunkt stellen. Das tun wir mit verschiedensten Aktionen, werden wir auch weiterhin tun. Nur eine letzte Frage: Was fordern Sie von Herrn Lauterbach im Hinblick, besser zur Cannabis-Konsumption? Lauterbach soll auf Prävention setzen, soll von diesen Plänen Abstand nehmen. Diese Pläne dienen einzig und allein, um ein ideologisches Vorhaben dieser Ampelkoalition zu verwirklichen. Wenn Sie heute in die Gesundheitspolitik schauen und sehen, vor welchen Herausforderungen wir stehen, ich war gerade an einer Pflegeschule, wie können wir Pflegekräfte gewinnen, wie können wir Arbeitsbedingungen verbessern, dann glaube ich, dass wir wahrlich anderes zu tun haben, als ein Reformvorhaben da ins Schaufenster zu stellen, das vielleicht die Koalitionäre befriedigt, aber keinen Beitrag leistet zu wirklich einer guten Gesundheits- und Pflegepolitik. Dann vielen Dank.